Auf dem Weg zur Familienarbeitszeit. So überschreibt Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig die Vorstellung ihrer Eckpunkte zu den geplanten Reformen des Bundeselterngeldes und des Elternzeitgesetzes. Die Lebensentwürfe junger Eltern hätten sich maßgeblich verändert. Ein Kulturwandel solle angestoßen werden für mehr Partnerschaftlichkeit und Zeit für Familie. 60% der Familien mit Kindern unter 3 wünschen sich eine partnerschaftliche Aufteilung der Erziehungsarbeit und der Zeit für den Job. Sie wollen, dass beide Partner im gleichen Umfang erwerbstätig sein können, aber auch Zeit für Familie und Haushalt haben. Aber nur 14% realisieren diesen Wunsch. Und ich möchte gerne, dass sich genau diese Schere zwischen den berechtigten Wünschen von Familien und der Lebensrealität, die dahinter zurücksteht, sich diese Schere schließt. Ziel der Reformen ist es, flexible Modelle zu ermöglichen, die sich individuell auf die Familienbedürfnisse abstimmen lassen. Die Ministerin stellte die konkreten Maßnahmen im Einzelnen vor. Die Einführung von Elterngeld Plus, der Partnerschaftsbonus, die Flexibilisierung der Elternzeit und die Neuregelung des Elterngeldes bei Mehrlingsgeburten. Und deswegen wollen wir mit dem Elterngeld Plus dafür sorgen, dass die, die in der Elternzeit wieder einsteigen in den Job und Teilzeit arbeiten, doppelt so lange Elterngeld bekommen mit dem Elterngeld Plus. Der Partnerschaftsbonus wendet sich an Eltern, die im oder nach Bezug des Elterngeldes oder des Elterngeld Plus partnerschaftlich in Teilzeit arbeiten wollen. Arbeiten beide Eltern gleichzeitig zwischen 25 und 30 Wochenstunden, bekommen sie 4 zusätzliche Elterngeld-Plus-Monate. Diese Idee Elterngeld-Plus mit den Partnerschaftsmonaten flankieren wir mit einer flexibleren Elternzeit. Worum geht es? Sie wissen, dass man derzeit einen Anspruch hat auf 3 Jahre Elternzeit. Davon wird eben ein Teil der Elternzeit mit dem Elterngeld-Plus finanziell unterstützt. Wir wollen, dass es zukünftig möglich ist, dass man bis zu 24 Monate, also 2 Jahre Elternzeit, bis zum 8. Lebensjahr des Kindes übertragen kann. Es geht darum, dass man seine Elternzeit nicht in den ersten 3 Jahren voll nehmen muss, sondern die Möglichkeit hat, einen Teil dieser 3 Jahre auch nach hinten rauszuschieben, zu übertragen. Warum? Viele Mütter wünschen sich, das habe ich eben erklärt und ja auch an Zahlen verdeutlicht, eigentlich nach der Geburt dann auch zeitnah wieder einzusteigen in den Job. Aber viele Eltern spüren, dass vielleicht noch mal eine Phase auf sie zukommen kann, wo sie gerne noch mal Elternzeit nutzen würden. Zum Beispiel, wenn die Kinder zur Schule kommen. Dritter und letzter Punkt in der Reform ist eine Reform des Elterngeldes für Mehrlingsgeburten. Zukünftig soll es, wie es immer angedacht war, auch für Mehrlingsgeburten das volle Elterngeld geben, den Mehrlingsbonus von 300 Euro und das ist neu, sie sollen aber auch noch 2 Partnerschaftsmonate Elterngeld erhalten, weil gerade Eltern mit Mehrlingen natürlich noch mehr Zeit füreinander brauchen. Da sind 4 Hände doch besser als nur 2 Hände, die unterstützen können.